Guten Morgen, liebe Trader. Morning Espresso, Marktausblick, Mittwoch, 10. Mai. Disclaimer full in fact, E-Mail-Produkte, wir können mehr verlieren, als wir einsetzen. Kein Investment-Advice von meiner Seite aus und alles nur zu Informationszwecken. Ja, BaFin, Headlines waren gestern, BaFin würde CFDs verbieten. Das ist natürlich Humbug. Die Nachschusspflicht wurde abgeschafft. Seien Sie sich aber gewiss, dass der Broker, wenn er ein technisches Problem hat und sein Algo spinnt und er in einem High-Risk-Event ein IT-Problem hat, dann geht der Broker hops. Das ist die Gefahr. Die BaFin hat also jetzt dafür gesorgt, dass diese kleinen Retail-Broker die Nachschusspflicht von dem Retail-Trader übernehmen und der Broker verlässt sich einzig und allein auf seine Algorithmen, dass die eben in einer Bewegung, die schlecht für die Positionierung eines Kunden ist, den Kunden frühzeitig glattstellen. Software spinnt irgendwann mal und ich zähle ab heute die Tage, Wochen, Monate, Jahre, bis der erste Broker damit mal über die Wupper geht. So, Short Aussie Dollar vom 9. Mai ist weiterhin offen. Wir sind also ausgeführt worden, offen. Über Nacht Pfundstärke, Yen und kanadischer Dollar Schwäche, können wir ganz gut sehen. Schauen uns jetzt live kurz an, hat sich was verändert. Also wir sehen Aussie Dollar Recovery, wir sehen Neuseeland Dollar, das ist die Stärke hier begründet darin, dass die Wirtschaftsdaten in Neuseeland relativ ordentlich kamen in den letzten Wochen und heute Nacht ja die Zinserwartung ist, dass die RBNZ die Zinsen unverändert lässt. Pfund, Stärke ebenfalls über Nacht. Wir sehen da Super Thursday entgegen, wo wir also die Zinsentscheidung am Donnerstag haben und die Wirtschaftsausblick. So just one minute now on that Italian industrial production. Eine Sekunde. So, Score kurz mal ausgestellt. Also Yen schwach und gestern zwar etwas bessere API Inventory Draws, aber dennoch sehen wir kanadische Schwäche aufgrund von, naja, auf der einen Seite NAFTA, es waren NAFTA Rumors gestern, beziehungsweise Kommentare noch, North Atlantic Free Trade Agreement, da kam dann wieder die Angst in den kanadischen Dollar, als auch Öl. Bei 47 haben wir weiterhin eine Wall of Selling Pressure. So, wichtige Zahlen für heute. Also über Nacht waren, das war interessant, CPI 1,2% in China. Australischer Dollar hat sich überhaupt gar nicht richtig darum geschert. PPI fällt weiter. Schwierig. Okay, EZB Draghi spricht heute um 14 Uhr. Wird wahrscheinlich eine interessantere Session, hoffentlich nachmittags als vormittags. 16.30 Uhr haben wir Crude Oil Inventories. Bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, gestern API-Inventories leichter Draw, das heißt ein Abbau, hätte supportive sein müssen, also unterstützend für den Ölpreis, war aber nicht sehr viel stärker zu sehen. Und dann haben wir Official Cash Rate, RBNZ um 23 Uhr, werde ich mich wohl auch nochmal vorsetzen, 1,75, wird nichts erwartet. Aber ich möchte bei the rumor sell the fact vielleicht scalpen, schauen wir mal. Wenn es denn so kommt. Ach, das ärgert mich. Warum macht es das? Okay. Asien leicht höher, ignorierten geopolitische Kommentare von Nordkorea. Es waren ja recht heftige Kommentare. Nordkoreas Botschafter zu UK meinte gestern, wenn die Amerikaner drohen und einen Präventivschlag ausüben würden, dann wären sie sofort davon informiert und we would turn to ashes every strategic asset the United States of America have in the region. Also ich bin von Geisteskranken umgeben, unglaublich. S&P 500 Dow unchanged, Nasdaq neues Hoch, Apple weiterhin über 800 Milliarden Cap. War dem so oder war das die Headline von gestern? Sorry. So, ab jetzt aber alles gut. ASX 200 plus 0,4, Schwäche bei Großbanken mit passiver über 101 Milliarden, denn gestern kam ja das sogenannte Budget in Australien. Und es wurde eine 6 Basispunkte Steuer erhoben auf passiver über 100 Milliarden für die Großbanken. Darauf haben wir dann eine Schwäche gesehen bei den großen Finanztiteln, aber die kleineren haben daraufhin outperformed, das heißt 0,4 overall. Treasurer Morrison lässt untersuchen, ja, Produkte, Vertrieb, Interessenkonflikte der Banken, hatte ich gestern schon gesagt. Nikkei 225 plus 0,2% aufgrund der Yen-Schwäche. Kospi minus 0,7. Also wir hatten Wahlausgang in Südkorea und die Linke hat gewonnen. Dann gab es erst Allzeithochs und dann die Realisierung, die Linke hat ja gewonnen. Was bedeutet das im Grunde für unsere Konglomerate? Wer es nicht weiß, koreanische Volkswirtschaft arbeitet viel mit Konglomeraten.
Positiv meiner Meinung nach ist, dass der jetzige Neupräsident dort sagt, er ist bereit, wenn die Parameter stimmen, mit Nordkorea in Dialog zu treten. Ich freue mich, wenn wir sprechen, dann wird hoffentlich nicht geschossen. Shanghai plus 0,3%. Ja, endlich am vierten Tag hat die People's Bank of China wieder Geld in den Markt gepumpt, und zwar über Reverse Repos 110 Milliarden Renminbi und über Pledge Supplementary Lending Facility nochmal 47,6 Milliarden. Und wir sehen, so krank sind unsere Märkte seit Jahren, wenn Geld gedruckt wird, gehen die Aktien hoch. CPI 1,2%, hatten eben schon gesehen, bei den Fundamentaldaten erwartet man 1,1, davor war 0,9, das ist also positiv für den Renminbi. Okay, Bank of Japan Summary of Opinions, das ist die Summary von dem Meeting, 26. bis 27. April, die Wirtschaft expandiert moderat, wussten wir, hatten wir damals auch gesagt, Wachstum bis 2018, ja, richtig, und CPI Richtung 2%, naja, wer es glaubt, wird selig, das erzählen die uns auch nochmal in weiteren x Jahren, in denen sie Geld drucken. So, Schäuble sagt, Beginn einer EZB-Normalisierung in Wälde voraus. Wer nicht weiß, was EZB-Normalisierung ist, bitte googeln, beziehungsweise in einem halben Satz. Es geht darum, dass das Anlaufprogramm der EZB eingestellt wird, dass wir das also auslaufen lassen. Und eine Normalisierung der Zinsen im Best Case beinhaltet nämlich, dass wir wieder normale Zinsen bekämen und eine normale Zinskurve. Hochgradig unrealistisch. Ich habe noch eine weitere Folie, die ich gerne heute gezeigt hätte, aber keine Zeit, schaffe ich vielleicht später. Nämlich die tatsächliche Berechnung von CPI. Die Inflationszahlen werden ja in den westlichen Ländern geschönt, weil dadurch alles auf diesen oder sehr, sehr viele aktiver und passiver und Berechnungen und so weiter und so fort. Aber vor allen Dingen eben Ausgaben von Regierungen basieren auf den CPI-Berechnungen. Und diese Inflationszahlen werden geschönt. Da kam ein sehr gutes Research gestern raus oder vorgestern, was ich aber gestern gelesen hatte, bezüglich dieser Schönung, und der reale Zinssatz ist ganz woanders. Super interessant, könnten wir aber eigentlich ein komplettes Webinar draus machen. So, Bank of England am Donnerstag, Super Thursday. Es wird allerdings keine Zinserhöhung erwartet, aufgrund von langsamerem Wirtschaftswachstum und schwachem Lohnwachstum. Das ist das Problem, schwaches Lohnwachstum. Aber für das zweite Halbjahr 2017 erwarten wir steigendes Momentum. Nur NISA sagte gestern, keine Zinsschritte voraus, solange der Brexit nicht absolviert ist. Dem stimme ich im Moment zu. Übrigens, ich ändere meine Meinung, sobald neue Informationen kommen, und dann reagieren wir flexibel. Wir sind ja flexibel im Kopf, entsprechend darauf. So, DXY kam etwas zurück, Euro testet 1,09 von unten, für den oder diejenigen, die es nicht wissen, Yen wieder leicht über 1,14, wir haben definitiv Risk on, Aussie Dollar unter dem 74er Handle und Neuseeland über dem 69er Handle. US Commerce Secretary Ross kommentierte gestern, das fand ich sehr lustig, der Dollar ist nicht zu stark, andere Währungen sind zu schwach. Ja, danke, super. WTI über 46 und wie gesagt, die Wall of Selling jedes Mal, wenn wir 47 Dollar bekommen, und ich hatte es gestern oder vorgestern avisiert, Hedgefonds haben Longs rausgedreht und drehen langsam auch auf Shorts. Das wird nochmal interessant. Also wir haben weiterhin ein Überangebot. Gestern sagte zwar, wurde vorhergesagt, dass täglicher Bedarf an Öl leicht sich erhöht, aber das reicht bei weitem nicht bei diesem Überangebot. Ja, wir hatten gestern einen Crude Oil Inventory Drawdown von 5,8, aber wenn wir uns die Märkte ansehen, machen wir jetzt gemeinsam, dann sehen wir, was sehen wir? Öl gestern leicht sogar abverkauft, okay, off the bottom nochmal aus. Wir akzeptieren aber insgesamt tiefere Preise, genau dasselbe bei Kupfer, wir akzeptieren insgesamt tiefere Preise, das sieht nicht positiv aus. So, Gold plus 0,2, Kupfer hatte ich gerade gesagt, Treasury Uni Settlement 124,26 plus, also minus 7 plus Ticks. Wir hatten gestern eine dreijährige Auction, die lief mittelmäßig, auch interessanter Nebensatz. Fed, Kaplan, Voter neutral, sieht ein Baseline von drei Zinsschritten dieses Jahr, mehr falls Wachstum besser, weniger falls Wachstum schlechter. Super, wofür kriegen die Jungs eigentlich Geld? Der eine sagt, der Dollar ist nicht zu stark, die anderen Währungen sind zu schwach, und Kaplan sagt, wenn es besser läuft, dann mehr Zinsschritte, wenn schlechter, dann weniger. Ach so, danke sehr. Fed Rosengreen, Non-Voter Hawk. Wenn die Arbeitslosenrate unter 4% fallen würde, führt es zu einer Überhitzung und höhere Zinsen sind dann angesagt. Favorisiert die Verringerung der Bilanzsumme zeitnah.
Das ist wichtig, deshalb habe ich es fett gedruckt. Denn die Frau George hat gestern auch nochmal was gesagt. Die ist Non-Voter Hawk, sagt, Fed sollte dieses Jahr anfangen, Investitionen in langfristige Treasuries und Mortgage-Backed Securities zu reduzieren. Bam, bam. Zwei Leute ans Mikrofon geschickt vom Team Yellen, die beide sagen, Bilanzsumme reduzieren. Okay. Im Moment geht der Markt von Juni und September jeweils eine weitere Zinserhöhung aus. Und der Markt geht davon aus, dass am Ende des Jahres die Bilanzsumme tatsächlich angefangen werden würde, durch Stoppen der Reinvestitionen weiter anwachsen zu lassen. So, und dann sagt sie ebenfalls was über die Arbeitslosenrate und bedingt die Anpassung der Geldmarktpolitik. Hier nennt sie tatsächlich die Worte Paramount Importance und sie unterstützt eine langsame Zinserhöhung. Wir erinnern uns daran, die Fed hat auf neutral insgesamt umgeschaltet. Trump feuert FBI-Direktor James Comey, der es aus der Presse erfahren hat. Nice job. Warum? Die Demokraten sagen, weil der FBI-Direktor angewiesen hat, dass Trumps und sein Teams Beziehungen zu Russland während des Wahlkampfs untersucht werden sollen. Und Trump sagt, er hat ihn gefeuert, weil ihm nicht gefallen hat, wie Director Comey die Untersuchung in Hillary Clintons E-Mail-Affäre während des Wahlkampfes genutzt hat. Also die haben auch alle keine größeren Sorgen. Reflation Trade On? Fragezeichen. Was habe ich uns hier gebaut? Also wir sehen S&P 500, Höchstkurse. Wir sehen aber Shanghai, abgeschmiert, Shanghai selber. Wir sehen Kupfer, abgeschmiert. Wir sehen Iron Ore, das ist blau, abgeschmiert. Ja? Alles auch negativ. Alles, was hier fällt, negativ für den australischen Dollar. Und warum sind die Aktien hier oben? So, und das möchte ich ganz kurz klar zeigen. Achtung, 3, 2, 1, Magic. Share Buybacks. Yep. Denn insgesamt, Increase von Sales per Share, Sales, was Firmen verkaufen. Was ist die wichtigste Funktion einer Firma? Die Salesforce. Wer nichts verkauft, der nichts gewinnt. 28%. So, aber Reported Earnings per Share sind ab 221% seit 2009 bis heute. 221% Increase in Earnings per Share, aber nur 28% Increase in Sales. Das whole Business, warum wir hier oben handeln, ist einzig und allein Share Buybacks. Nicht einzig und allein, weil wir haben ja noch unseren Freund, die Zentralbanken. Die haben dieses Jahr, year to date heißt das, 1 Billion Dollar Aktiva angekauft. Und ihr erinnert euch, gestern sagte ich, selbst die Schweizer Nationalbank, einer der größten Käufer von US-Aktien. Also hier und hier liegt die Wahrheit begraben. Und hier liegt die Gefahr. Die Gefahr ist totales Leverage, das Leverage im gesamten Finanzsystem. Also Staats- Regierungen, Unternehmen, Households, du und ich sind das, Margin, also auf Pump gekaufte Aktiva und Bankenleverage ist on top, ladies and gentlemen. Ja? Wenn es knallt, dann knallt. Aber mir macht das ja einfach nur immer Freude, diese ganzen Gefahren anzuzeigen. Das bedeutet ja nicht, dass es morgen direkt knallt. So, Tradeplan, kein Trade. Kein Trade nicht, weil ich euch nichts zeigen möchte, sondern kein Trade, weil ich einfach im Moment keinen Trade sehe. Wir müssen abwarten. Es gibt sicherlich Opportunitäten. Ich schalte mich persönlich heute Nachmittag wieder ein. Ansonsten, wir haben einen Trade offen, Aussie Dollar Short. Er läuft halt, schauen wir, wie der kommt. Und auch das ist wichtig für manch einen, der anfängt, in diesem Beruf zu erlernen. If there's no trade, there's no friggin' trade. Do something else. Also, macht's gut, bis morgen. Bye, bye. Ciao, ciao.